Künstliche Intelligenz verbreitet sich rasant und ist bald nirgends mehr wegzudenken. Jedem stehen diverse Tools zur Verfügung, um davon zu profitieren und seine Aufgaben in Rekordzeit zu erledigen. Ihr wollt eine neue Sprache lernen, nutzt KI. Ihr wollt programmieren lernen, nutzt KI. Ihr wollt eure tägliche Arbeit und Aufgaben optimieren, nutzt doch KI. Ihr braucht schnell eine Zusammenfassung oder Umformulierung eines Textes, dann nutzt KI. Eurem Spielraum sind keine Grenzen gesetzt. Wir zeigen euch heute, wie ihr mit ChatGPT in Rekordzeit neue Skills und Fähigkeiten lernen könnt und meistern könnt. Ihr werdet lachen, wie einfach das ist mit KI. Wie lief das denn bisher bei euch ab? Ihr wollt etwas Neues lernen und müsst euch erstmal mühsam Literatur und andere Quellen zusammensuchen? Das nervt schon und demotiviert direkt, bevor ihr richtig angefangen habt. Jetzt kommt unser Game Changer und zwar ChatGPT. Nie war Lernen so einfach und effektiv. In kürzester Zeit werdet ihr strukturierter und besser lernen als je zuvor. Dafür starten wir mit vier einfachen Schritten, in dem ChatGBT euer Trainer sein wird. Am Ende haben wir noch ein paar Bonus-Tipps für euch, wie das Ganze noch effektiver in eurem Alltag sein wird. Los geht's mit Schritt 1. Findet ein Thema, was euch interessiert und was ihr lernen wollt. Ihr braucht hier keinen bestimmten Suchbegriff oder Prompt, wie es so auch genannt wird. Ihr müsst euch einfach nur klar werden, welches Thema es sein soll. Habt ihr euch ein Thema ausgesucht, dann legen wir direkt los. Schritt 2. Aufgepasst, hier kommt der erste Trick. ChatGPT wird uns die Schlüsselkonzepte zu unserem Thema identifizieren. Die meisten gehen an ein neues Thema zu unstrukturiert heran und wollen alles auf einmal machen. Daher scheitern viele bereits am Anfang. Kennt ihr das Pareto-Prinzip? 80% des Ergebnisses wird mit 20% Aufwand erreicht. Für die anderen 20% bedarf es dann 80% Aufwand. Das machen wir uns zunutze und konzentrieren uns auf die wichtigsten 80% des Ergebnisses mit dem wenigen Aufwand von 20%. Wir gehen nun zu ChatGPT. Unsere Eingabeanforderung oder auch Prompt lautet nun, ich möchte Python programmieren lernen, identifiziere die Schlüsselkonzepte für diesen Skill, nutze dafür das Pareto Prinzip und gib mir die 20% der Schlüsselkonzepte, welche für 80% der Kenntnisse verantwortlich sind. Wir sehen hier das Ergebnis innerhalb weniger Sekunden. Die Schlüsselkonzepte, um Python programmieren zu lassen, besteht also aus Datentypen und Variablen, Kontrollstrukturen, Funktionen, Fehlerbehandlung, Module und Bibliotheken, Dateioperationen, OOP-Grundlagen, also objektorientierte Programmierung, Debugging und Testen. Das war einfach, oder? Das hat uns kaum Aufwand gekostet und wir können direkt mit unserer strukturierten Liste loslegen. Was denkt ihr, wie viel Zeit ihr ohne KI mit so einer solchen Recherche gebraucht hättet? Kommen wir nun zum nächsten Schritt. Das ist, unseren Lernplan zu erstellen. Mit unserer Liste von Schlüsselkonzepten wissen wir nun unsere Schwerpunkte. Nun überlegen wir uns, was wir lernen wollen und wann. Nein, war Spaß. Das machen wir natürlich wieder mit ChatGPT. Wir brauchen nur eine Zeitangabe, wie viel Zeit wir pro Woche investieren wollen für das Lernen. Ich nehme zum Beispiel fünf Stunden pro Woche, also etwas weniger als eine Stunde pro Tag. Wir gehen also wieder zu ChatGPT in unsere Befehlsleiste und geben folgenden Prompt ein. Erstelle mir einen Lernplan für die oben genannten Themen. Ich möchte fünf Stunden die Woche lernen, schlage mir einen erreichbaren Zeitraum dafür vor. Auch hier erstellt uns ChatGPT ganz einfach einen individuellen Lernplan, welcher in unserem Fall acht Wochen dauert, basierend auf unserem 5-Stunden-Lernzeit die Woche. Dabei wird jedes Schlüsselkonzept pro Woche bearbeitet. Wir bekommen sogar noch ein paar Bonus-Tipps von ChatGPT, was das Lernen noch effektiver gestalten soll. Zum Beispiel sind die zusätzlichen Tipps: Wiederhole am Ende jeder Woche die wichtigsten Konzepte. Arbeite an kleinen Projekten, um das Gelernte zu festigen, zum Beispiel einen einfachen Taschenrechner programmieren. Mit diesem Plan sollst du also in acht Wochen die wichtigsten Python-Konzepte beherrschen und bereit sein, eigene Projekte anzugehen. Der nächste Schritt ist, die optimalen Lernquellen und Ressourcen zu finden. Wer hätte es gedacht? Wir nutzen dafür ChatGPT. Wir lassen uns ganz bequem Lernquellen vorschlagen, welche uns am besten liegen. Wir geben JetGBT die Art der Quelle an, welche wir bevorzugen, zum Beispiel Podcast, Hörbuch, Video, Fachliteratur oder Sonstiges. Wir geben also folgenden Prompt wieder ein. Gib mir für das Thema Datentypen und Variablen von Python-Programmierung eine einfache Übersicht der Inhalte. Schlage mir anschließend Lernressourcen für das Thema vor, zum Beispiel Literatur, Videos und Artikel. Und siehe da, wie von Zauberhand kommen alle Inhalte mit Beispiel erklärt. Ihr könnt euch sogar die einzelnen Codes der Programmierung direkt rauskopieren und verwenden. Nach allen Variablen und Operationen mit den Variablen kommen auch noch am Ende der Liste unsere gewünschten Lernressourcen. Ob Fachliteratur, sogar mit Link zu Amazon, kostenlose YouTube-Videos oder andere Online-Ressourcen, es ist für jeden etwas dabei. Jetzt habt ihr also blitzschnell alles, was ihr für das Lernen eines neuen und vor allem anspruchsvollen Themas braucht. Nun kommen die versprochenen Bonustipps. Tipp Nummer 1. Gerade im Bereich Informatik und Programmierung können einige Themen schwere Kost sein. Nutzt ChatGPT als Lehrer. Ihr könnt so viele Fragen stellen, wie ihr wollt. Ihr werdet ChatGPT nicht nerven. Habt ihr etwas nicht verstanden, dann lasst es euch vereinfacht nochmal erklären. Lasst euch mehr Beispiele zu dem Thema geben und macht das so lange, bis ihr das Thema auch verstanden habt. Tipp Nummer 2. Wenn ihr das Thema wirklich verstehen wollt, dann versucht es jemandem anders beizubringen. Auch hierfür nutzen wir ChatGPT. Lasst euch einfach eine Zusammenfassung über die wichtigsten Inhalte eures Themas zusammenschreiben und lasst euch von ChatGPT ein Feedback geben. So könnt ihr schnell feststellen, wo ihr noch Lernbedarf habt und Lücken in eurem Wissen schließen. Dann müsst ihr es nur noch versuchen, jemanden anderen beizubringen und ihr werdet sehen, ob ihr das selber erklären könnt. Wenn Ihnen dieses Video gefallen hat, klicken Sie gerne auf den Daumen nach oben. Schreiben Sie Ihre Fragen oder Feedback in die Kommentare und Sie bekommen auf jeden Fall eine Antwort. Falls Sie diesen Kanal noch nicht abonniert haben, Sollten Sie das schleunigst tun, um kein neues Video mehr zu verpassen. Klicken Sie hierzu auf die Glocke und aktivieren Sie die Benachrichtigung. Danke fürs Vorbeischauen und bis zum nächsten Mal.